Thema Reste essen oder Reste in der Ernährung gibt es ja mal zwei zu unterscheidende Kategorien. Das eine ist das Aufwärmen, also das wieder genießbar machen, indem man es aufwärmt und vorbereitet. Und das andere ist, dass aus Speiseüberbleibsel, aus den Resten, eine neue Speise kreiert wird. Mir wär aber auch wichtig, dann nochmal den Unterschied zur Jetztzeit nochmal darauf hinzuweisen, warum wir auf diese Restessen-Tradition überhaupt hinweisen. Wir wollen ja nicht nur historische Rezepte lebendig erhalten, das ist ja auch ein Anliegen dieser Veranstaltungsreihe, sondern wir wollen auch zeigen, dass eben manche Zeiten anders sind, wie heute mit der Wegwerfhaltung, die auch auf die Lebensmittel sich leider ausgedehnt haben. Da sieht man mal den großen Unterschied von der damaligen Resteverwertung und der heutigen nicht mehr Resteverwertung. Es gibt. Was ist ein Hasenbrot? Ja, das ist, dass ich immer gerne gegessen habe und wo es also komplizierte gab. Wir waren drei Kinder in der Familie und wenn Vater von der Arbeit kam, dann war immer Rangelei, wer von uns die Hasenbrot haben. Hasenbrote ist das Restessen, das der Vater mit auf Arbeit mitgenommen hatte und nicht verbraucht hatte, nicht gegessen hatte. Ja, aber schon 1954 kann ich mich erinnern, mein Vater arbeitete im Büro und das Hasenbrot war für mich nicht so spannend als Kind. Das sind manchmal 10 Jahre Unterschied. Ja. Eine große, große. Also, wenn man nach 45, als diese in Berlin, zum Beispiel, ich bin ja in Berlin in der Zeit gelebt, da war das solche Mangelware, dass also Brot wurde von der Großmutter markiert, dass es dann eine Woche halten sollte. Und da, wenn da ein bisschen Brot übrig war, dann schlugen man sich drum. Das war nicht. Also wir waren immer sehr glücklich, Hasenbrot zu kriegen. Das ja eine weit verbreitete, bis in die Gegenwart verbreitete Speise ist ja dieser arme Ritter. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Kochbuch drin ist. Guck ich gleich mal. Das ist ein Weißbrot, überhaupt eine Brotscheibe, das mit Ei garniert wird und in der Pfanne gebraten. Und das ist ein Frühstück. Ja. Und heißt armer Ritter, warum, weiß ich nicht. Aber das hat also meine Frau, meine Schwiegermutter, das ist in der Familientradition selbstverständlich, dass man die Verwertung von diesem Restbrot, das zu kostbar war. Brot ist ja kostbar, das ist ja nicht so wie heute gewesen. Und da ist dieses, und ein Ei wird man gehabt haben und dann gab es eben diese besondere Speise. Also das ist eine sehr, sehr lebendige Tradition der Resteverwertung. Also ich erinnere mich noch an, die Mutter kommt ja aus den Sudeten und da gab es immer diese Semmelknödel, ne? Die wir sie aus Tschechien ja immer noch kennen. Und das war eine meiner Lieblingsspeisen. Und da blieben dann auch immer welche übrig. Und wenn die übrig blieben, die wurden dann so geschnitten mit einem Bindfaden in solche Scheiben. Und die wurden dann nächsten Tag in die Pfanne gegeben und dann in der Pfanne in Butter aufgebacken. Und dann konnte man die mit irgendwas, meinetwegen auch mit dem wieder warm gemachten Kassler oder Gulasch oder was es da gab, auch essen. Also diese Art und Weise, das ist also die wieder warm zu machen. Eine arme Ritter-Variante, ja, mit den entsprechenden Semmelknödel dann, ja. Aber wie du das eben gesagt hast, du hast ja das beschrieben, den armen Ritter, wie das aus dem übrig gebliebenen, schon etwas angedörrten Brot dann in Milch aufgeweicht hergestellt wird und in Davidis Kochbuch steht drin, man nimmt das frische Weißbrot und schneidet dort die Rinde ab. Das ist dann wirklich die gehobene Kochkunst. Ja, und da kann es, wenn es frisches Brot ist, dann wird es kein Rest sein. Eben. Dann ist es schon die Variante, wo die alte Resttradition in eine geplante Speise umgewandelt wird. Und das sind eben wichtige Sachen, dass man eben sagt, dass dieses Reste-Essen dann zu einer selbstständigen Speise wird. Ja. Ob es nur Soljanka, Kartoffelsalat bis hin zum Bauernfrühstück ja, auch ist. Ja, natürlich. Aber das, was vom Essen übrig bleibt, setzt also sozusagen voraus, dass man so viel Essen hat.
das, was übrig bleibt. Na, wenn man nicht genügend Essen hat, dann gibt es auch gar keine Reste, wenn man froh ist, dass man überhaupt die Familie satt gekriegt hat. Das ist ja wahrscheinlich das größere Problem durch die Jahrhunderte der Vergangenheit. Die Leute satt zu kriegen. Hunger war eine alltägliche Sorge, die in den Familien generell üblich war. Bei den Getränkeresten, die Lorke, das ist doch so alter Kaffee, ne? Ja. Mhm. Das ist auch ein Restkaffee. Das ist nicht eigentlich der frisch gebrühte. Man kann, also Muckefuck, das ist, kann frisch gebrüht sein. Okay, aber Lorke ist eindeutig ein Rest. Ist eigentlich ein Rest. Der schon kalt war. Kalt war und wer trinkt denn noch die Lorke? Wir können das natürlich Resteverwertung von Korn auch noch erzählen. Wenn die einen Schnaps haben, da blieb kein Rest übrig. Es geht aber darum, aus dem Rest ist kein schönes Wort, ein übrig bleibsel, was übrig geblieben ist, daraus ein neues Gericht zu machen. Nicht nur aufwärmen, sondern etwas Neues kreieren. No i potem w 70-tych latach to też powstała taka książka i to tam było napisane, że resztki nie zawsze wystarczają na całe jedzenie i trzeba coś dodać, nie? I to są były też tutaj, jak się kiełbasy doda i makaron, coś tam zapiekanka, jajko doda albo chleb. To są te rzeczy, które ważne. No, wydaje mi się, że też na wsiach jest. Więc tak, jeżeli nam zostaje bigos, każdy wie, jak się bigos gotuje, zostaje nam i zostają nam ugotowane ziemniaczki, podsmażyć troszeczkę cebulki, razem to wszystko wymieszać, szybko zagnieść ciasto pierogowe i zrobić z tego pierogi. Ugotować i polać tłuszczem z cebulką. Pycha. Danie bardzo szybkie, nie wyrzucają się ziemniaczki, kapustka, pycha. Cała rodzina je, a najlepiej to je gości. Ale nie tak szybko można tam. Jeszcze ktoś ma jakieś maszyny do robienia tych, to można. A druga potrawa to właśnie, jeżeli nam zostaje chleb, który ma tam, nie wiem, kilka dni, nie wyrzucamy go, tylko przyprawiamy masło. Sporą ilość masła przyprawiamy różnymi, przeróżnymi przyprawami. I to najlepsze to jest majeranek, czosnek, sól, pieprz, żeby to było tak w miarę pikantne. Smarujemy każdą kropkę z jednej strony, składamy chleb do siebie, wszystko razem, tak jak on wyglądał przed posmarowaniem. Zawijamy folię aluminiową, wkładamy na gryla albo do rozgrzanego piekarnika. No i wtedy chrupiący tłuszcz się, to masełko się roztopi, wszystko wchłonie w pieczywo i palcem zdać. Tak, co? Jeszcze co? Jeszcze chlebek? Jeszcze jeden jeszcze chlebek. W jajeczku i z koperkiem. Chleb, jak jest już taki czerstwy, nie możemy go zjeść na kanapeczkę, więc roztrzepujemy jajeczko, do tego trochę mleka, zielonego koperku, soli, umoczymy w tym na rozgrzany tłuszcz, opiec z jednej, z drugiej strony, pycha. Also ich kann mich dran erinnern, das muss so erste Hälfte 70er Jahre gewesen sein, da war ich noch ein kleines Kind, Kindergartenalter. Und wenn ich da zu Oma gekommen bin, die hat abends, hat die mich immer verköstigt mit dem, was zum Mittag übrig geblieben ist oder ja, was er halt noch so hatte. Und was ich gerne gegessen habe, das ist so eine Doppelkohlenhydratsache. Das ist vielleicht auch eine schwäbische Besonderheit. Meine Oma wohnte an der Schwäbischen Alb. Was ich gerne gegessen habe, das nannte sie brotene Nudeln mit Kartoffeln drunter, also angebratene Nudeln mit Kartoffeln vermischt. War aber eigentlich so, dass übrig gebliebene Pellkartoffeln als Bratkartoffeln zubereitet wurden und wurden dann mit ebenfalls übrig gebliebenen Nudeln in der Pfanne dann vermengt und aufgewärmt. Ja. Und am liebsten habe ich es gegessen mit Salat, am besten sogar Tomatensalat. Und späterhin
Also als ich dann Schulalter und auch als Jugendlicher noch, hat meine Mama das dann für mich auch extra gemacht, selbst wenn keine Nudeln oder Kartoffeln übrig waren. Liebe Freunde und Freundinnen, mit diesem großen Empfang hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Dzień dobry dla wszystkich. Takim jedzeniem to nie liczyliśmy. Dziękujemy bardzo za to. Eigentlich wollten wir heute bloß ein Interview mit einzelnen Personen machen zu unserem Thema historisches Kochen. Właściwie chcieliśmy dzisiaj tylko parę interview zrobić z parę kobietami i może trochę nagrać według naszego projektu historyczne gotowanie. Wir machen schon länger als 10 Jahre den Wettbewerb im historischen Kochen. Już ponad 10 lat mamy ten konkurs historyczne gotowanie. Ja, und uns interessiert es auch, wie es links und rechts der Oder solche Traditionen gegeben hat. I nas też interesuje, jak to jest po prawej po stronie Odry. Deswegen wird meine Frage dann sein, an welche Reste, Speisen können Sie sich erinnern? Wann war das und wo war das? Tak, i teraz może ktoś jeszcze pamięta, kiedy pierwszy raz takie resztki były przygotowane i gdzie to było? Tak, jednym z dań takich z resztek to jest bigos, polski bigos. Czyli też są w tej potrawie resztki mięs. Jakieś tam kiełbaski, które pozostają, jakieś tam paróweczki, warzywka, kapusta, która gdzieś nie musi być cała, może być też, która została tam połówka kapusty, trochę też kwaszonej kapusty i z tego robimy potrawę, z tych resztek robimy potrawę, dodajemy później trochę koncentratu pomidorowego, te resztki przysmażamy, cebulkę, łączymy, gotujemy kapustę, krócej tą świeżą i jest to przepyszne danie, które może być daniem obiadowym, ale również może być daniem na kolację. I to jest takie danie właśnie z resztek, które pozostają gdzieś tam w lodówce, po różnych śniadaniach, kolacjach, obiadach. Te dania z resztek to są kluski nazwane bieda. To gotowała moja babcia i moja mama. No i moja babcia to w 1820 roku, nie? No to tak z tamtych lat te kluski pochodzą, nie? To taki z resztek. I takie kluski to się robi z chleba czerstwego, mogą być z bułek, to takie są białe, a z chleba są szare. I do tego ten chleb się namacza wodą i później się wyciska na druszlaku. Można go przekręcić przez maszynkę i dodaje się jajko całe, mąki trochę i miesza i się kładzie łyżką na gotującą wodę i wyciąga się łyżką cedzakową. I później podaje to się z tłuszczem, na boczek smażony z cebulką, polewa. Można podawać z kapustą duszoną, kiszoną. Można podawać z grzybami, sosem grzybowym. No, one pasują do prawie do wszystkich takich tych. No, takie kluski bieda, że to z resztek chleba, że to się nic nie zmarnuje. Mhm. Za tamtych czasów to tak może było, że się nic nie marnowało. Chlebek to był na wagę złota, każda skórka chleba. Bo nawet ze samych skórek można namoczyć i też te kluski zrobić. Z chleba, ale już ususzonego, zmielonego w maszynce, tak jak się miele na tartą bułkę, można zrobić tort. Ten chleb należy zmielić, później dodaje się, wiadomo, jajko, tak jak do ciasta każdego i piecze się placki z tego ciasta. I można je przekładać, więc przeważnie był to taki wytrawny posiłek,
albo raczej na słono, tak? Nie na słodko, tylko na słono. Można było to przełożyć jakąś tam pastą jajeczną albo pastą sera i no, po prostu z tych trzech czy czterech warstw można było zrobić taki, to się nazywało u nas to tort chlebowy, ale ja nie pamiętam tego, ponieważ ja to robiłam chyba ostatnio, jak miałam 17 lat. Ojciec mój nie był zadowolony z mojego wytworu. In der Gegenwart zeigen sich zwei Hauptnahrungsmittel in einer Favoritenrolle für die Resteverwertung. Das sind zum einen die Kartoffel und Brot. Dazu gesellen sich in der jetzigen Zeit auch noch Nudeln und das Ei spielt dabei oft eine vermittelnde Rolle. Gegen die Wegwerfgesellschaft und die Geringschätzung von Lebensmitteln formiert sich zunehmend Protest. Rezepte werden heute nicht nur in den Kochbüchern, sondern auch im Internet gesucht. Dort werden eine Vielzahl von Rezepten zur Resteverwertung aufgelistet und vorgestellt. Das lässt hoffen, dass wir heute von 82 Kilo Essen pro Person, die wir im Jahr durchschnittlich wegwerfen, irgendwann herunterkommen. Es soll uns ermuntern, auch in der heutigen Zeit Reste kreativ zu verwerten und etwas zu improvisieren, denn die wertvollen Reste gehören nicht in die Tonne, sondern in Topf und Pfanne.